Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht neben mir den Oscar. Das bedeutet, es geht heute mal wieder um die Mobility Zeitgeist Studie von Ford. Also was ja in der Mobility Zeitgeist Studie zum Ausdruck gekommen ist, ist, dass die Jugend sich nachhaltige Mobilität wünscht und dass sie auch gute 50% sagen, der Verbrenner ist out, wir brauchen Elektromotoren und batteriebetriebene Autos, vielleicht auch Wasserstoff. Du kennst ja auch so meine Videos und die Kommentare darunter. Was ist so der größte Einwand gegenüber batteriebetriebenen E-Autos? Mir wäre jetzt als erstes eingefallen, dass die Batterien ja auch schlecht hergestellt werden unter schlechten Bedingungen und nicht wiederverwertbar sind und dann auch immer auf dem Müll landen. Genau. Deswegen auch nicht die Lösung. Okay. Das eine ist der CO2-Rucksack, also schon was in der Herstellung passiert. Und das andere ist eben, was ist mit den Batterien? Und da gibt es zwei Hauptaspekte, die wir in diesem Video besprechen. Um Recycling soll es heute auch gehen, aber zunächst mal geht es hier um Second Life. Denn hier soll mit solchen alten Batterien sozusagen ein Ladepark, eine Ladestation entstehen für Elektrobusse, für Elektromüllwägen, für S-Bahnen, die vielleicht elektrisch betrieben werden, für elektrische PKWs, die hier Park and Ride machen. Ja, ich verstehe jetzt nicht ganz, also du meinst, die Batterien werden hier dann irgendwie wiederverwertet, aber also was macht man denn mit den Batterien hier? Ja, die werden nicht wiederverwertet, sondern die dienen hier sozusagen als ein riesen Zwischenspeicher. Die werden zum Beispiel über Nacht, wenn hier keiner ist und keiner lädt oder so, werden die hier aufgeladen, damit sie dann, wenn tagsüber alle kommen, die hier ihre Autos anschließen oder die Busse, die laden wollen oder die Bahnen, die hier laden wollen, dass die dann nicht den kompletten Strom aus dem Netz saugen müssen und wir hier keinen Blackout kriegen. Dafür dient das wohl da. Ne? Im Second Life, und jetzt ist natürlich die Frage, irgendwann sterben diese Batterien dann doch, also im Auto, keine Ahnung, 200, 300, 400.000 Kilometer. Im Second Life kann man auch als Hausspeicher verwenden, alte Batterien aus Autos. Da halten die auch noch mal 10, 15 Jahre. Aber dann irgendwann sind sie halt doch kaputt. Und dann? Ja, dann Müll. Nein, Quatsch. Sondern Müll. Ja, eben nicht. Sondern dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man die Rohstoffe, die da drin sind und natürlich auch die Hülle, dass die wieder verwertet werden können, weil wir werden immer mehr Batterien brauchen. Und das heißt, wir brauchen natürlich die Rohstoffe auch, um neue Batterien herzustellen. Bei den vorhandenen Recyclingverfahren war das Problem ein bisschen, dass man sehr hohe Temperaturen gebraucht hat und praktisch diese Rohstoffe ausgeschmolzen hat. Und das kannst du dir vorstellen, was heißt hohe Temperatur? Das kostet viel Energie. Ja, genau das, was wir wollen, nämlich Energiesparen, funktioniert hier nicht. Und deswegen gibt es ein neues Verfahren, das sogenannte Düsenfeldverfahren. Und wie das funktioniert, das fragen wir jetzt am besten selber den Herrn Hanisch. Der hat dieses Verfahren mitentwickelt und dazu beamen wir uns jetzt in das Skype-Telefonat mit Christian Hanisch. Ja, und wir sind hier verbunden mit dem Christian Hanisch von Düsenfeld. Sag mir mal kurz, was machst du bei Düsenfeld? Ich habe Düsenfeld gegründet und jetzt berate ich Düsenfeld noch so ein bisschen in verschiedenen Dingen. Auf eurer Webseite ist ja ganz gut schon gezeigt, wie das Ganze gemacht wird. Kannst du uns vielleicht kurz so die einzelnen Schritte erklären, wie das funktioniert? Also als erstes entladen wir die Batterien, wenn die ankommen. Es sind ja Automobilbatterien, die sind nicht immer 100% entladen, wenn sie uns erreichen. Dann tief entladen wir die, also auf 0 Volt. Danach schließen wir die Batterien kurz, lassen die über einen gewissen Zeitraum stehen, damit die sich setzen und die chemische Energie vollständig die Batterie verlässt sozusagen. In der Folge werden die Batterien demontiert. Wenn sie als große Automobilbatterien ankommen, dann sind das ja so Aggregate von 500, 600, 700 Kilogramm und haben dann das Format eines Unterboden eines Autos, also relativ groß. Und die demontieren wir dann auf Modulgröße, dass sie so ein bisschen größer als ein Schuhkarton, vielleicht zwei Schuhkartons groß sind. Und diese Batterien legen wir dann auf ein Förderband und geben sie in unseren ersten Container, nennen wir das. Es ist tatsächlich ein 40-Fuß-Container, wo sie dann von oben reinfallen und zunächst unter Ausschluss von Sauerstoff zerkleinert werden, damit es zu keinem Feuer kommt. Und nach dem Zerkleinern kommt eigentlich der sehr wichtige Schritt, dass wir den Elektrolyten unter einem Vakuum verdampfen und dann auskondensieren. So können wir den Elektrolyten zurückgewinnen. Und normalerweise in anderen Prozessen werden
dieser Elektrolyt ansonsten vorher verbrannt und damit verbrennen auch andere Materialien der Batterie, wie beispielsweise das Graphit und der Elektrolyt eben. Die bisherigen Verfahren waren so, dass über 1000 Grad erhitzt wird und dann die Metalle, sage ich jetzt mal laienhaft, ausgeschmolzen werden. Ist das richtig? Es gibt Verfahren, die erhitzen das Material auf 500 Grad, um die Batterie zu deaktivieren, sodass keine elektrische Energie mehr drin ist und auch kein brennbarer Elektrolyt. Der wird quasi gezielt ausgebrannt und dann machen sie so ähnliche Prozesse wie wir, die mechanische Aufbereitung. Und es gibt aber auch Verfahren, da wird die gesamte Batteriezelle oder das Modul gleich in den Schmelzofen geschmissen und aufgeschmolzen und dann gewinnt man die Metalle direkt aus der Schmelze zurück. Und das passiert dann tatsächlich bei diesen Temperaturen 1400, 1500 Grad. Also das mit den Elektrolyten habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie kriegt man dann durch das Verfahren hinterher die Stoffe wieder raus, sag ich mal? Nach dem Zerkleinern haben wir eine offene Batteriezelle. Wir geben das Ganze jetzt in einen geschlossenen Behälter, einen Vakuumbehälter und ziehen ein Vakuum, also wir erniedrigen den Druck. Dadurch verdampfen die Lösungsmittel des Elektrolyten aus diesem abgezogenen Dampf. Den können wir dann abkühlen und erhalten den Elektrolyten zurück. Das ist das Düsenfeldverfahren. Das ist das Düsenfeldverfahren. Das Schöne daran ist, dass eben nicht nur der Elektrolyt zurückgewonnen wird, sondern eben auch der Graphit nicht verbrannt wird, weil wir ja vorher die Batterie keiner großen Temperatur aussetzen müssen. Und das, was ansonsten eben durch die Verbrennung direkt in CO2 umgewandelt wird, nämlich dieser Elektrolyt und der Graphit, was immerhin 30% der Batterie insgesamt sind, das gewinnen wir noch wieder zurück. Und außerdem müssen wir die Batterie eben nicht auf 1400 Grad erhitzen. Dadurch sparen wir auch eine Menge Energie in diesem Verfahren ein. Und das bringt uns dann eben dazu, dass wir bei einer Tonne Batterierecycling ca. 5 Tonnen CO2 einsparen. Gegenüber einem anderen Verfahren? Gegenüber eben diesem Einschmelzverfahren, genau. Wie viel wird denn von so einer Batterie dann in eurem Verfahren wiederverwertet? In unserem Verfahren derzeit werden ca. 70% der Batteriezelle wiederverwertet. Mit einer Weiterentwicklung unserer Hydrometallurgie, die dann auch das Graphit verfügbar macht, sind wir in der Lage, über 90% der Batteriezelle stofflich wiederzuverwerten. Andere Stoffe, Lösungsmittel, die ihr einsetzt, sind die dann nicht auch wieder gefährlich für die Umwelt? In den mechanischen Prozessen, die jetzt gerade durchgeführt werden, ist der einzige Stoff, den wir einsetzen, Stickstoff, also zur Inertisierung. Und der ist ja nun nicht umweltgefährlich, denn er ist zu 80% circa sowieso in der Luft drin. Wir setzen halt auch Strom ein, das dann aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn wir unsere Produkte chemisch noch aufarbeiten, dann ist es tatsächlich so, dass wir weitere Stoffe einsetzen müssen, beispielsweise Schwefelsäure, um die Materialien voneinander zu trennen. Insgesamt ergibt sich aber eben genau die Bilanz, die ich genannt habe, dass wir 5 Tonnen CO2 einsparen pro Tonne. Das haben wir ganz, ganz intensiv ausrechnen lassen in einem sogenannten Lifecycle Assessment. Warum sind wir da positiv? Weil wir uns die Stoffe, die wir gewinnen, dann auch wieder anrechnen lassen dürfen. Das heißt, wenn wir die Herstellung von Nickelsulfat aus primären Quellen einsparen, dann gibt es eben Datenbankwerte, die sagen, okay, ein primär hergestelltes Nickel aus dem Erz kostet so und so viel Kilogramm CO2 pro Kilogramm hergestelltes Nickel. Und das dürfen wir uns natürlich gut schreiben lassen, weil wir das auch wieder einsparen. Immer mehr Hersteller bringen Elektroautos raus oder es kommen auch Elektrobusse und so. Also es gibt immer mehr Batterien. Könnt ihr das alles überhaupt verarbeiten und wieder recyceln? Wir können derzeit in Wendeburg, da wo die Anlage steht, 500 Kilogramm pro Stunde recyceln, locker. Wenn man das jetzt im Dreischichtbetrieb darstellt, ergeben das 3000 Tonnen pro Jahr mit der existenten Anlage, die wir verarbeiten können. Das ist schon eine ganze Menge. Unser System ist modular aufgebaut. Wir haben es in Containern dargestellt, sodass wir diese einzelnen Container relativ zügig herstellen können. Und dann die Kapazität einfach durch die Herstellung eines neuen Containers relativ zügig vervielfachen können und das auch in der Breite etwas verteilen können. Wie würdest du sagen, könnte sich das noch verbessern bis in 20, 30 Jahren, wenn dann ja wirklich große Mengen von Batterien zu recyceln sein werden? Technisch sind wir da schon
sehr weit, würde ich sagen. Es ist, wie gesagt, noch das Graphit beispielsweise zu erschließen, sodass wir auf höhere Ausbeuten, auf diese 90% dann auch wirklich im technisch umgesetzten Maßstab kommen und nicht auch bei diesen 70% hängen bleiben. Ich würde mir wünschen, dass bei den Herstellern die CO2-Produktionskosten der Autos noch stärker im Fokus sind. Und ich würde mir wünschen, dass dort nicht kompensiert wird, sondern gleich diese CO2 in der Produktion eingespart wird. Und dazu kann das Recycling einen großen Teil mit beitragen. Und da sind wir wieder zurück in Köln-Bocklemünd. Ich bin mal sehr gespannt, was das noch so in der Zukunft mit sich bringt. Wenn ihr da jetzt mehr zu wissen wollt, dann würde ich mal euch empfehlen, auch beim Podcast vorbeizugucken, beim Mobility Zeitgeist Podcast, den es auf jeglichen Podcast-Plattformen zu finden gibt und natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir unbedingt einen Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert unten, was ihr euch für weitere Themen wünscht. Ja, schaut auch bei dieser Oscar natürlich gerne vorbei und seid auch nächstes Mal wieder hier dabei. Bis dann, euer Diesel Dad.